Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite, back again with another item shop video. Today is June 13th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. I didn't put anything out today. Definitely will get an upload out tomorrow. Also leave a like if you actually like, and if you want to support me in today's item shop, make sure you use code iTalkFortnite. Today's Thursday, new skins, finally. Sandstorm, two edit styles. Boom and boom, wow. That looks really nice, man. Mask and no mask. Well, we are definitely buying it. Finally got these skins, man. Took them long enough. Scimitar. Boom and boom. Oh, that, wow. That's definitely a new model I've never seen before. That is sick. We're buying this as well. Very cool skins. We have the emblem wrap, which is animated. Cycle through the models. See what it looks like. Ooh. Yeah, that's sick. That is really cool. Wow, we are definitely buying this as well. And now I'm out of V-Bucks, so I won't be able to buy the next thing, which is the Chrono Contrail. 400 V-Bucks for a Contrail. Ooh. I don't know about that. Airlift Glider. I mean, I'll definitely buy it, but I don't think many people are going to be getting that. Living Large emote. Yeah, I don't know about that. TriStar. Jungle Scout is back, kind of see it too often. Maki Master with the Shrimpy back bling, kind of see it often. And the Battle Call emote. And that is it for the shop, guys. I don't know about buying a Contrail for 400 V-Bucks, but hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a good one now. See ya. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. So natürlich auch heute, klicken wir direkt mal drauf. Und zwar haben sich heute wieder beide Seiten geupdatet und wir haben ein richtig geiles neues Set. So Krieger, die niemals altern oder so, soll glaube ich das Thema sein, so unsterbliche Krieger. Das Thema ist so Zeit, werdet ihr auch gleich sehen. Es gibt nämlich seit langer Zeit mal wieder einen Trail, diesen hier, Chrono heißt der, und hat auch so Uhren dran. Schaut auch in der Animation dann ziemlich geil aus. Werde ich euch jetzt alles zeigen, es gibt auch eine neue animierte Lackierung. Fangen wir aber erstmal auf der linken Seite an, nämlich mit dem Sandsturm. Auch sie hat, wie ihr schon hier seht, zwei verschiedene Styles. Sie erinnert mich ein bisschen an diesen Skin, der letztens erst rausgekommen ist, der auch so eine Maske hat. Leider ohne Backpack. Finde ich ein bisschen schade, weil so vom Hocker haut mich der Skin jetzt nicht, aber trotzdem auf jeden Fall ein ganz cooler Skin. Ich finde sogar die weibliche Variante in dem Fall besser. Könnt mir gerne mal auch reinschreiben, wie ihr die findet. Die männliche ist auch ganz cool, weil auch diese Hosen mal komplett anders sind als die, die wir bisher so hatten. Bei männlichen Skins zumindest. Auch die Maske ist eigentlich ganz cool. Man kann sie ab und aufsetzen. Also jetzt nicht der krasseste Style-Unterschied, aber ja, auf jeden Fall für 1200 okay. Dann haben wir eine neue Lackierung drin und sie heißt Emblem und kostet 500 V-Bucks und sie ist animiert. So erstmal hier die Übersicht. Ihr seht schon diesen Schimmer, der so über die Lackierung geht, und dann schauen wir uns mal die ganzen Modelle an. Hier, da sieht man es eigentlich ganz gut. Dieses goldene Highlight schimmert so. Schaut ganz cool aus. Ich würde mir jetzt mal wünschen, dass in den Shop eine reaktive Lackierung kommt. Ihr hattet mir geschrieben, dass es diese Bananenlackierung ja schon gibt, die reaktiv ist, aber ich würde mir wirklich eine wünschen, die erstens in den Shop kommt und zweitens quasi schussreaktiv ist. Also die wirklich, wenn man schießt, dass dann so ein Lichtstrahl zum Beispiel hier über die Waffe schießt oder sowas. Also dass ja die im Kampf quasi so zu leuchten beginnt. Das ist auf jeden Fall die Lackierung. Schauen wir uns mal ganz kurz hier noch durch. Ja, ist ganz cool. Mich stört ein bisschen das Rot, aber ansonsten finde ich die Animation auf jeden Fall ganz schick. Genau, dann haben wir noch einen Trail drin, und zwar klicken wir direkt mal drauf. Er heißt Chrono und er erinnert mich so ein bisschen an Doctor Strange, falls ihr den Film zufällig gesehen habt. So runde, holographische Teile. Ist ein schön heller, ein auffälliger Effekt, das finde ich gut. Und 400 V-Bucks hat mir schon mal was für 400 V-Bucks drin, auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, es gab damals auch einen Trail für 400, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ja, das ist auf jeden Fall der neue Trail und das ist das gesamte neue Set. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr sagt, gute Skins oder eher Flop. Ihr könnt auch rechts oben abstimmen, wenn ihr es euch einfach machen wollt, also mal Top oder Flop abstimmen. Und wenn ihr schon hier irgendwo beim Video seid, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht schaffen wir heute sogar die 7000 Likes. 7000 Daumen nach oben, mal schauen, ob ihr das schafft. Ja, dann kommen wir schon zur rechten Seite, wo wir erstmal die Luftrettung drin haben. So sieht der Gleiter aus und ich finde es immer noch schade, dass er keine Fenster hat. Das hätte den Gleiter auf jeden Fall nochmal ein bisschen geiler gemacht, weil 12 Euro für den Gleiter finde ich dann doch ein bisschen extrem, wenn er nicht mal Fenster hat, ja? Nicht mal Fenster. Ein bisschen schade. Dann den Dreierstern.
mit einem ziemlich geilen Sound. Die Hacke vom Optischen gefällt mir eher nicht so, aber der Sound ist auf jeden Fall ziemlich geil. Wäre natürlich auch cool, wenn man die Sounds irgendwie so von Hacke zu Hacke transferieren könnte, so eine eigene Hacke basteln könnte. Ich glaube, ich würde mir die geilste Hacke ever bauen. Dann haben wir die Dschungelspielerin drin für 800 V-Bucks. Schön preiswerter Skin mit einem coolen Design. Maki-Meisterin, auch ein ganz cooler Skin. Ich finde, die Farben passen eigentlich bei ihr ziemlich gut zusammen. Man merkt, dass die Designer von Fortnite auf jeden Fall besser geworden sind. Dann auf großem Fuße. Diese Beschreibung läuft. Leider kein Fortbewegungs-Emote. Das wäre, glaube ich, auch ein richtig geiler Fortbewegungs-Emote gewesen. Und dann noch im letzten Slot des heutigen Tages den Ruf zur Schlacht. Genau, man ruft einmal zur Schlacht mit seinem Horn und macht dann so eine Pose. Ja, für 200 V-Bucks ist ja okay. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr in Zukunft hier nie wieder auch nur einen neuen Skin verpassen wollt, dann lasst jetzt noch schnell ein Abo da. Einfach mal kurz runterscrollen und kostenlos auf Abonnieren klicken. Geht ganz einfach. Und falls ihr das schon gemacht habt, falls ihr schon abonniert habt, gerne auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr morgens immer eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Es lohnt sich also, die Glocke zu aktivieren. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, tragt natürlich gerne den Creator-Code Stocks ein, wenn ihr mich hier supporten wollt, dafür, dass ich jeden Morgen aufstehe und euch den neuen Shop zeige. Tragt gerne den Creator Code Stocks ein und dann wünsche ich euch noch einen spannenden Tag. Ah ne, hier noch der Gewinner von gestern. Den wollte ich noch einblenden. Seht jetzt hier irgendwo eingeblendet, den Gewinner von gestern, von den 1000 V-Bucks. Und dann jetzt aber haut rein und macht's gut. Tschüss!